Herzlich willkommen zu Immocon TV. Auch heute zeigen wir Ihnen wieder Immobilien zum Kaufen und zum Mieten in München. Wenn es Ihnen zu schnell gegangen ist, kein Problem, die Sendung wird 5-mal am Tag wiederholt. Natürlich freuen wir uns auch über Ihren Anruf unter München 419 448 0 oder ein Blick auf unsere Website zeigt Ihnen auch unser gesamtes Angebot unter www.immocon.com. Und nun wieder viel Spaß beim Blick hinter die Fassaden von Münchens Immobilien. Wissen Sie, ich habe es auch nicht leicht. Ich bin nämlich Immobilienmakler. Und Immobilienmakler mögen die wenigsten Leute. Aber vielleicht mögen Sie mich ab heute ein wenig mehr, weil heute habe ich was für Sie, nämlich zwei Mehrfamilienhäuser hier in München mit einer wahnsinnig hohen Rendite. 8,3%. Ist das nichts? Diese zwei Mehrfamilienhäuser können Sie auf Erbpacht kaufen. Und wie kommen jetzt die 8,3% Rendite zustande? Ganz einfach. Das ist die Jahresnettomiete minus den Erbpachtzins, den Sie an den Grundstückseigentümer bezahlen. Und das Ganze durch den Kaufpreis. Und das ergibt eine Verzinsung von 8,3%. Also eine wahnsinnig hohe Verzinsung und einen hohen Überschuss über Ihre Zinsen. Das kriegen Sie normalerweise nur, wenn Sie eigentlich eine Bruchbude kaufen, also sprich irgendwas, was komplett baufällig ist. Aber dieses Haus hier oder diese zwei Häuser sind Baujahr 1990 und 2001 wurden sie nochmal komplett renoviert. Schauen Sie sich das mal an. Die beiden Häuser in Hadern können Sie in sehr gutem Zustand erwerben, denn sie wurden 1990 erbaut und 2001 noch einmal komplett renoviert. Ihren Mietern können Sie in allen Wohnungen nicht nur großzügige Balkone bieten, sondern auch hervorragende Grundrisse. Einen im Haus wohnenden Hausmeister sollten Sie auch übernehmen, denn er kümmert sich täglich rührend um das Objekt. Wenn Sie diese Wohnungen einzeln weiterverkaufen wollen, werden die Wohnungskäufer besonders die weitläufige Aussicht bewundern. Auch die Bäder sind alle großzügig und mit Badewanne ausgestattet. Im Preis enthalten ist auch eine Tiefgarage. Und jetzt zum Schluss setze ich noch einen oben drauf. Vielleicht mögen Sie mich ja dann. Wissen Sie, wer Ihnen die Miete garantiert? Die Stadt München. Die hat nämlich hier noch 10 Jahre Belegungsrecht drauf. Das heißt, wenn ein Mieter Miete nicht bezahlt, bekommen Sie von der Stadt München, und ich glaube, es gibt keinen besseren Mieter, die Miete. Also, wenn Sie das immer noch nicht überzeugt, dann rufen Sie halt nicht an. Unter 419 448 0. Wir befinden uns mitten im Herzen der Isarvorstadt, Nähe des Goetheplatzes, und ich darf Ihnen heute wunderschöne Büroflächen präsentieren. Der jetzige Mieter ist Ihnen vielleicht bekannt. Es ist ein ehemaliger Rennfahrer, Herr Hubert Haupt. Diese Büroflächen in der Tumlinger Straße 23 werden ab Mai 2004 bezugsfertig. Darum möchte ich Sie nun auf einen Rundgang entführen, damit Sie sich selbst ein Bild dieser wunderschönen Flächen machen können. Das große Besprechungszimmer mit seinen vielen Fenstern verspricht Ihnen und Ihren Kunden ein angenehmes Verhandlungsklima. Der Boden ist edel in dunklem Parkett gehalten. Die Einbauelemente, wie zum Beispiel die Glastüren, sind sehr modern und klar. Der Empfangsbereich empfängt Ihre Kunden mit dem gebührenden Respekt. Über den Flur, dieser ist mit Teppich ausgelegt, kommt man zu den einzelnen Büros. Wie Sie hier sehen können, sind auch diese großzügig und äußerst durchdacht. Das perfekte Büro für Sie. Ich habe Ihnen sicher nicht zu viel versprochen und diese wunderschönen Büroflächen gefallen Ihnen genauso gut wie mir. Rufen Sie uns jederzeit an unter 419 4480 und vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, genauso wie das gesamte Immocon-Team. Und nun mache ich mir erstmal einen guten Kaffee und freue mich, von Ihnen zu hören. Jetzt bin ich hier in der Kleinstraße in Obersendling. Die Kleinstraße ist nicht nur klein, sondern auch sehr idyllisch. Ich höre sogar die Vögel gerade zwitschern. Und hier oben, überhalb von Thalkirchen sozusagen, überhalb vom Flaucher, vom Maria-Einsiedelbad, dort haben wir eine Wohnung. Und die schönste Wohnung in einem Haus, das übrigens hinter mir steht und Baujahr 92 ist, ist immer die Dachgeschosswohnung. Und Sie werden es nicht glauben, genau die können Sie kaufen. Gleich hinter dem Haus können Ihre Kinder auf dem großen Spielplatz spielen. Das Anwesen wurde 1992 in gediegener Ziegelbauweise erstellt. Der Eingangsbereich und das Treppenhaus sind hell und repräsentativ.
Kochen können Sie hier unter anderem mit Markengeräten von Bauknecht. Die Spülmaschine wird Ihnen das Abwaschen erleichtern. Vom Südbalkon aus haben Sie eine schöne Aussicht. Ihre gemütliche Sitzecke werden Sie vor dem großen Glaserker positionieren. Auch von hier aus haben Sie einen herrlichen Blick ins Grüne. Die Küche ist zum Wohnzimmer hin geöffnet. In diesem hellen, modernen Bad werden Sie sich wohlfühlen. Laufen Sie in dieser Wohnung ruhig barfuß, denn überall ist eine Fußbodenheizung verlegt, die Ihre Füße wärmen wird. Und im ruhigen Schlafzimmer haben Sie durch den perfekt passenden Schrank viel Stauraum. Also ich fühle mich ja wahnsinnig wohl. Die Wohnung ist super gemütlich. Die hat nämlich alles, was eine Wohnung haben muss. Sie ist im Dachgeschoss, sie hat eine Dachterrasse, sie hat eine Küche ganz in Weiß, eine Fußbodenheizung, eigentlich alles. Also wenn Sie jetzt nicht anrufen, dann frage ich mich ernsthaft, ob Sie überhaupt eine Wohnung suchen. Telefon 419 448 0. Wie Sie wissen, hat München unglaublich viele Büroflächen zu bieten. Das, was wir Ihnen aber jetzt zeigen, ist mehr als außergewöhnlich. Direkt an der Bavaria habe ich hier ein wunderschönes Jugendstilgebäude und die Gewerbeeinheiten werden ab Juni dieses Jahres frei. Genießen Sie nun mit mir den Eindruck und Einblick in dieses traumhafte Anwesen. Beim Betreten dieses Gebäudes wird Sie der Prunk vergangener Zeiten begeistern. Ich habe ja wirklich schon einige Bürohäuser gesehen. Aber das hier ist sowas von außergewöhnlich. Schauen Sie sich allein nur mal dieses Treppengeländer an. Ich habe sowas schon lange nicht mehr gesehen. Und dann der wunderschöne Stuck an der Decke. Zudem haben wir auch noch einen Lift. Darüber werden sich sicher Ihre Mitarbeiter freuen. Die außergewöhnliche Schönheit des Bürogebäudes, die gut erhaltene Fassade, wird Ihnen jeden Tag aufs Neue Freude bereiten. Im Innern des Objekts erkennt man, wie hier im Besprechungszimmer, den alten Stuck, die Liebe zum Detail. Durch die großen und vielen Fenster sind die Büroflächen hell und freundlich. Hier werden Sie Ihre Konferenzen besonders erfolgreich abhalten. Einen Blick in eine der Büroeinheiten zeigt einen hellen Gang, von dem zu beiden Seiten die einzelnen Arbeitszimmer abgehen. Die alten Kassettentüren sind in jedem Büro vorhanden. Das großzügige WC in diesem Büro ist hell gefliest. Noch ein Blick auf die Eingangstüre verrät uns, die Eleganz ist hier zu Hause, egal wohin man blickt. Da uns sehr viele Anrufe von Kunden erreichen, die eine außergewöhnliche Bürofläche wünschen, Luxus, Besonderheit, Flair, freuen wir uns, wenn wir gerade diese Kunden, und ich denke, Sie gehören dazu, mit diesem Objekt erfreuen dürfen. Wir sind täglich für Sie unter 419 4480 zu erreichen und zeigen Ihnen diese Fläche, wann immer Sie möchten. Wenn ich die Adresse des nächsten Objekts nenne, kriegen Sie erstmal einen Schreck. Boschitz-Riederstraße. Klingt laut, ist aber nicht so. Denn wir befinden uns hier in der Boschitz-Riederstraße 57a. Die ist Baujahr 84 und die 80er Jahre sind bekanntlich genauso gebaut eigentlich wie die 90er Jahre oder eigentlich sogar noch wie heute. Klare Schnitte, helle Räume. Und die Wohnung selbst ist auch noch nach hinten raus. Aber jetzt schauen wir uns die Wohnung erstmal an. Durch die beiden Fenster im Wohnzimmer haben sich viel Licht. Außerdem ist dort ein hochwertiger Teppichboden verlegt. Durch den Gang kommen Sie zur Essdiele, die Sie wie ein weiteres Zimmer nutzen können. Die Essdiele ist komplett mit großen Fenstern umgeben. Damit Sie das Essen nicht weit tragen müssen, befindet sich gegenüber der Essdiele auch gleich die Küche. Diese ist in freundlichem Weiß gefliest. Ihr Schlafzimmer ist ebenfalls angenehm ruhig, da es nach hinten raus gelegen ist. Die Wohnung ist derzeit gut vermietet. Sie können sie daher zur Kapitalanlage erwerben. Wenn Sie Eigenbedarf anmelden, können Sie dort selbst einziehen. Das ganz in Weiß gehaltene Bad werden Sie als sehr großzügig empfinden. Und, hat Ihnen die Wohnung gefallen? Wissen Sie, was die Wohnung kostet?
nur 2.369 Euro auf den Quadratmeter oder in D-Mark 4.700. Also, wenn Sie nicht in meinem teuersten Viertel wohnen wollen, sondern in einem schönen Viertel und auch noch sehr ruhig, dann rufen Sie jetzt an. 419 448 0. Es gibt Immobilien, die präsentiert man besonders gerne. Und das tue ich nun bei unserer nächsten Kapitalanlage. Es handelt sich um die Piccolo Osteria in der Amalienstraße, mitten in Schwabing. Ich habe besonders schöne Erinnerungen an dieses Restaurant. Ich hoffe, Sie auch. Wir haben alles, was man braucht. Gute Rendite, ein Gastronom, der seit über 20 Jahren dieses Restaurant bewirtschaftet, eine sehr gute Lage und ab und zu sicher auch eine gute Pasta. Die U-Bahn ist nur wenige Schritte entfernt. Die Gewerbeeinheit befindet sich in diesem wunderschönen Gebäude. Ein Blick hinter die Theke lässt erahnen, wie wohl sich die Gäste hier fühlen. Ob mit Geschäftsleuten zur Mittagszeit oder abends mit Freunden, hier spürt man immer La Dolce Vita. Von der Piccolo Osteria haben Sie bereits alles gesehen. Mehr muss ich eigentlich nicht mehr sagen. Nur rufen Sie mich an. Dann können wir gemeinsam eine gute Pasta genießen und über die Einzelheiten sprechen. Die Telefonnummer 419-4480 sollten Sie sich gut notieren. Ich freue mich auf Ihren Anruf und werde jetzt erstmal einen richtig guten Teller Spaghetti genießen. Ich weiß schon. Eine Wohnung kaufen, das ist immer so teuer, man muss so viel Zinsen zahlen. Dann lieber mieten, dann bin ich auch ungebunden und habe keine Schulden. Wenn Sie die Wohnung kaufen für 239.000 Euro, dann haben Sie etwas, was in Wirklichkeit viel mehr wert ist und wahrscheinlich sind die Zinsen, die Sie dafür zahlen, sogar günstiger wie die Miete, die Sie hier zahlen müssten, wenn Sie hier wohnen. Also schauen Sie sich mit mir mal genau die Wohnung an, weil die hat noch viel mehr als einen günstigen Preis. Wissen Sie, was das Besondere an dieser Wohnung ist? Nämlich, dass diese Wohnung zwei Balkone hat. Diesen Ostbalkon, auf dem können Sie sitzen und zum Beispiel frühstücken und zuschauen, wie schon langsam um 11 Uhr hinter dieser Fassade die Sonne versinkt. Aber dann haben Sie eine Stunde Zeit, durch dieses lange, lichtdurchflutete Wohnzimmer zu gehen, weil gegen 12 Uhr geht es auf den Westbalkon weiter. Denn dann kommt die Sonne hier ums Eck. Das heißt, Sie sitzen Punkt 12 Uhr hier und essen zu Mittag. Trinken Ihren Kaffee. 4 Uhr, 5 Uhr, die ersten Freunde kommen, weil die wollen alle auf diesen großen Westbalkon zu Ihnen. Und mit denen zusammen werden Sie dann am Abend den Sonnenuntergang von dort anschauen. Das ist doch was. Hä? Ihre neue große Dreizimmerwohnung befindet sich in einer gepflegten Wohnanlage in der Hauzenberger Straße. Die Wohnung bietet Ihnen neben diesem großen Wohnzimmer noch diese zwei weiteren Zimmer. Der überdachte Balkon ist besonders groß. Zwischen den beiden Schlafzimmern befindet sich Ihr zweites Bad. Und, wie hat Ihnen die Wohnung gefallen? Ganz gut, oder? 99 Quadratmeter, drei Zimmer mit zwei Balkone, Ost- und Westseite. Also rufen Sie mich an, 419 448 0, dann machen wir zusammen einen zweiten Besichtigungstermin, und zwar live. Ich hoffe, auch dieses Mal war wieder ein Angebot für Sie dabei, welches Ihnen besonders gut gefallen hat. Wenn es Ihnen allerdings zu schnell gegangen ist, kein Problem, die Sendung wird 5-mal täglich wiederholt. Ansonsten stehen wir Ihnen natürlich auch täglich zwischen 9 und 24 Uhr telefonisch zur Verfügung unter der Nummer München 419 448 0. Sehr viele weitere Angebote haben wir für Sie auch auf unserer Webseite www.immocon.com. Wenn Sie selbst eine Wohnung zu verkaufen haben, freue ich mich natürlich sehr über Ihren Anruf. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.